Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir haben letztes Mal Sidequests gemacht, haben unter anderem die Mission auf dem Mond abgeschlossen, dafür quasi eine neue Klasse erhalten. Und ich war etwas enttäuscht, ich hatte echt gehofft, da gibt es noch irgendwie ein paar Informationen oder so. Vielleicht kriegen wir die... Ja, ich weiß, die hätten wir längst kriegen müssen. Okay, dann weiß ich es nicht. Ich hätte gedacht, da wäre noch mehr. Na gut. Dann erfährt man das erst in einem anderen Teil. Und wir haben die Mission von Garrus abgeschlossen und diesen salarianischen Doktor umgelegt. Und jetzt wollte ich nochmal mit Garrus reden, ob der was Interessantes dazu sagt. Und ich könnte mit dem Typen gerade mal reden, wenn wir hier sind. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. Hast du nochmal... Die Schrotflinte hast du auch nochmal. Jetzt ist es langsam schön. Das Präzisionsgewehr nehme ich nochmal für Garrus mit. Kann ich mir die Schrotflinte? Nö, kann ich mir nicht mehr leisten. Aber ich könnte es doch verkaufen. Ich habe nämlich eine ganze Menge dabei. Kampfscanner behalte ich jetzt mal zumindest ein. Kryomuni benutze ich eh nicht. Die kommt weg. Poloniummuni könnte ich nochmal gucken. Schredder benutze ich eh nicht. Wolfram benutze ich auch nicht. Bioverstärker benutze ich auch nicht. Die ist. Also muss ich. Die ist aber schlechter, sehe ich so. Mehr brauche ich schon gar nicht. Jetzt kann ich mir nämlich... Wo ist sie jetzt? Da. Die Schrotze auch nochmal nehmen. Die ist dann für mich. Und das Präzigewehr für Garrus. So, Junge, was geht? Commander, ich... Was kann ich für Sie tun? Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Das schaffen wir. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann. Irgendetwas. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Ma'am. Sie können auf mich zählen. Danke, dass Sie mich angehört haben. Das weiß ich zu schätzen. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Sagen Sie, was Sie denken, Garrus. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Ist zwar in gewisser Weise eine sinnige Option, aber eigentlich sollte das auch anders gehen. Wenn sich Saren nicht einsichtig zeigt, wenn er mich dazu zwingt, dann werde ich ihn augenblicklich töten. Aber nur, wenn es absolut notwendig ist. Aber was bringt es, ihn am Leben zu lassen? Er bekommt nur die Gelegenheit zu entkommen oder den Rat zu zwingen, ihn anzuhören. Und was ist mit den Geht? Sie könnten versuchen, ihn zu befreien? Ja, aber wenn wir ihn hätten, könnten wir erstmal... Das ist vielleicht das eigentlich Interessante. Wenn wir ihn hätten, könnten wir erfahren, wie der überhaupt zu den Geth gekommen ist. Wir wissen mehr über Sarens Pläne als jeder andere. Aber was wissen wir wirklich? Wenn wir ihn einfach töten, haben wir keine Chance mehr, alles herauszufinden. Ja, ich verstehe Sie. Denken Sie wirklich, dass noch mehr dahinter steckt, außer der Tatsache, dass er ein durchgedrehter Irrer ist? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Jawohl, Ma'am. Er ist ein durchgedrehter Irrer mit einer Armee im Rücken und einer Menge Ressourcen. Und das ist doch eigentlich das Problem, oder nicht? Beziehungsweise das ist das, was uns Sorgen machen sollte. Ich finde es übrigens erstaunlich, wenn ich so auf die... wie ich denke, gut, wir sprechen noch kurz mit Garrus. Und gucke ich so auf die Uhr und denke mir so, what the fuck? Es dauert 5 Minuten. Laden. So, dann wollen wir uns doch mal zur nächsten Hauptquest aufmachen. Ich
wüsste gerade sowieso nicht, was wir noch für Sidequests haben. Könnte ich gleich eigentlich mal nachgucken. Aber wir wollen eh nicht. Achso, jetzt muss ich mir den Hörstellsektor gleich noch aufschreiben. Nach Noveria. Im Pferdekopfnebel, genau. Ist doch Pax. Pax ist richtig, ja. Ja, dann muss ich den auch noch erkunden. Sekunde. So. Kurz die Liste vervollständigen. Was haben wir auf Veles? Kunden. Hier werden wir sowieso wieder nur auf Noveria landen können. Aber wir können die anderen zumindest noch erkunden. Vielleicht ein bisschen was für die Sidequests finden. Die ich eh nicht vollständig machen werde eigentlich. Svarok? Gab es nicht in Witcher 3 einen Runenstein, der so hieß? Ah, oh Gott, nee. Ich glaube, das ist wirklich die Mission, die ich im Kopf hatte. Goddammit! Das wird lustig. Zumindest, falls der Bug immer noch da ist. Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Das war einfach. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Ich mag Joker. So, hol ich mal kurz eine Sache. Codex. Ich hasse es mal, wenn das Ding blinkt. So, was haben wir eigentlich noch für Sidequest? Oh. Ach, stimmt, das wollte ich noch erledigen, genau. Das, das und die auch im Pferdekopfnebel? Jo. Ja, nice. Dann haben wir quasi nur noch zwei Sachen, die ich momentan machen kann. Naja, und die Energiezellen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo die Dinger sind. Müsste ich vielleicht mich nochmal auf Pharos umsehen. Oder kriege ich die irgendwo anders? Hm, wahrscheinlich nicht. Egal. Zack, zack. Mein Standard-Squad. Ich könnte auch mal eigentlich einen anderen mitnehmen, aber... Pff, nö. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das sagst du mir jedes Mal. Sollte uns nicht irgendjemand erwarten oder so? Ah, da vorne. Okay. Guten Tag, was geht? Das ist weit genug. Stimmt was nicht, Officer? Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ich bin ein Spectre. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Da wäre ich vorsichtig. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Nur der Vollständigkeit halber. Leck mich, ich gebe meine Waffen nicht ab. Niemand nimmt mir die Waffe weg. Laden und anlegen. Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Ich zähle bis drei, dann liefern Sie Ihre Waffen ab. Ich kann die Kugeln Eins, abliefern. Zwei, drei... Captain Matsuo, zurück mit... Ich könnte Ihnen die Kugeln abliefern. Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Benimm du dich. Ich finde es übrigens witzig, bei denen scheint auch so zu gelten, erst schießen, dann denken. Oder erst schießen, dann fragen. Und ich darf anmerken, dass ich die drei und die beiden Drohnen da locker platt gemacht hätte. Und es hätte Spaß gemacht. Ich müsste das Spiel immer noch mal auf abtrünnig durchspielen. Aber das macht irgendwie auch keinen Spaß. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Achso, und ich wundere mich schon. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht.
Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sie sollten aber auch wissen, dass sie Ihre Sicherheitschefin über den Haufen geschossen hätte. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Damit habe ich übrigens die Bestätigung, das ist die Mission, die ich im Kopf hatte. Und die ist verbuggt. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Okay, wo ist der Bursche? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Commander, es könnte klug sein, Dr. Zoni mitzunehmen. Sie kennt ihre Mutter besser als jeder von uns. Stimmt, da war ja was. Muss ich dafür nochmal zurückrennen oder kann ich das später eigentlich nochmal kurz zurück? Ich weiß nicht mehr, ob ich das später noch auswählen konnte. Wo war der Ausgang? Hier. Stimmt, für diese Mission... Also es ist optional, ob man Liara mitnimmt oder nicht, aber das mache ich dann doch glatt mal. Für Garrus oder für Tali? Falsche Schleuse. Ich glaube, lieber für Garrus, weil Tali ja die Dechiffrierfähigkeiten hat. Und auch wenn ich sie nicht mehr dringend brauche, habe ich die doch lieber dabei. Garrus ist ja eher nur zum Schießen da. Und auch wenn das eigentlich ziemlich wichtig ist. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ich glaube, ich kann mir später auch nochmal ein Team aussuchen, weil es nochmal einen Gebietswechsel oder sowas gibt. Aber ich mache das lieber... Ich mache das lieber jetzt. Ja, jetzt haben wir sogar ein bisschen Biotik dabei. Ich muss da erstmal ihre Punkte verteilen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das Witzige wird, ich werde jetzt Liaras gesamte Ausrüstung ein bisschen überarbeiten müssen. Und ich habe 100 pro keine Asari... Wobei, ich glaube, Asari können auch Menschenrüstung tragen. Dann habe ich vielleicht doch eine Rüstung, die sie einigermaßen gebrauchen kann. Oder gab es spezifische Asari-Rüstungen? Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Sagt eigentlich irgendwer was, wenn ich hier drin eine Waffe abfeuer? Nö, ich kann einfach nicht schießen. Das ergibt Sinn. Willkommen im Hanshan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Nett. Was haben wir hier? Guten Tag. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre. Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Ich befördere nichts, dessen Inhalt ich nicht kenne. Diese Person muss diskret bleiben.
Seien Sie versichert, dass der Inhalt für niemanden hier eine Gefahr darstellt. Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor, anonym zu bleiben. Es wäre töricht, dies zu tun, ohne zu wissen, ob ich damit nicht meinen Feinden helfe. Ihre Worte klingen nicht unvernünftig. Der Kunde ist der Kroganer, der Inamorda genannt wird. Er ist ein Kopfgeldjäger mit einem gewissen Ruf und leicht erregbar. Ist Ihnen die Dringlichkeit bewusst? Die Verzögerung sorgt für einige Unruhe. Ein Paket für einen Kopfgeldjäger. Ja gut, sind vermutlich nur irgendwie Waffen oder sowas. Ach komm, eigentlich nicht schlimm, machen wir. Ich habe kein Problem damit. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anolees nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Kann ich jetzt etwas kaufen? Sucht der Spectre denn etwas Bestimmtes? Ah, sehr schön. Upgrades wären gut. Stufe 8, ich habe halt eh kein Geld. Okay. Seien Sie gegrüßt, Spectre. Ich will einkaufen. Natürlich. Was hast du? Nichtmenschliche Panzerung, Kroganer und Turianer, aber eine schwache. Okay. Erstmal egal. Jetzt darf ich nochmal zum Schiff zurückrennen, um dieses dämliche Paket zu holen. Hätte ich eigentlich andersrum machen sollen, dass ich jetzt erst Liara abhole. Hätte mir zumindest einen Weg gespart. Naja, ich habe Liara ja sowieso nur dabei, weil es um ihre Mutter geht. Schmuggeln wir noch mal kurz für den, wie hieß die Rasse von denen nochmal? Ich hab's echt vergessen. Ah, ich nehme an, das ist dieses unauffällige Ding hier. Moins. Nehmen wir mit, bringen es dem Typen, werden dann hoffentlich bezahlt und, ja. Dann gibt's für alle Kuchen. Außer für ihn. Und nicht für die Kroganer. Also quasi nur für uns. Aber wir holen uns einen Kuchen. Warum eigentlich nicht? Ich bin dafür, dass es in jedem Spiel die Option gibt, einfach Kuchen zu kaufen und zu essen. Weil Kuchen glücklich macht. Und ich habe gerade Probleme mit der Kamera. So, wir haben dein Paket. Seien Sie gegrüßt, Spectre. Bringen Sie das Paket? Bitte sehr. Der Spectre hat dieser Person einen großen Dienst erwiesen. Aus der Tiefe des Lichts dankt sie Ihnen. Diese Person versprach eine Belohnung für die geleisteten Dienste. Dieser schlägt untertänigst eine Summe von 250 Credits als angemessen vor. Ach, von mir aus. Das klingt vernünftig. Dann ist das Geschäft abgeschlossen. Kann diese... Ich schaue mich nur mal um. Ich hätte wahrscheinlich mit ihm jetzt auch noch irgendwie einen Vertrag da aushandeln können, aber da habe ich jetzt eh keinen Bock drauf gehabt. Ich glaube, das bringt mir nichts. Ich hab alle Ausrüstung, die ich eigentlich brauche. Doch, was geht? Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Von mir aus. So, wo laufen wir jetzt zuerst hin? Hier war das Büro, glaube ich, von dem Fritzen da, mit dem wir noch reden wollten. Hier ist auf jeden Fall eine Quest, sehe ich gerade. Das ist viel interessanter. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Ja, wunderbar. Guten Tag, was geht? Schon wieder ein Salarianer. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Nett. Arschloch. Ich bin als Spectre hier, nicht als Mensch. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass mir das völlig klar ist. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Schön. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Diese Welt ist Privatbesitz? Okay. Interessant. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Venesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Verzeihung, als was? Vollstreckerin. Saren hält einen Großteil der Aktien von Binhex. Lady Benesia ist autorisiert, in seinem Namen zu handeln. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Okay, das ist quasi schon alles, was ich wissen musste. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Schön, freut mich zu hören. Tu so, als wärst du wichtig. Mr. Anolees ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Wer denn sonst noch? Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Ja, ich weiß. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anolees. Wir reden später weiter. In Ordnung. Okay, wunderbar. Wir haben einen Anhaltspunkt. Das ist alles, was ich brauchte. So. Das war's dann auch erstmal wieder... Hallo, Lyra. Ungewohnt, dich plötzlich da stehen zu sehen. Das war's erstmal wieder für heute. Ich muss jetzt erstmal Lyra ausrüsten. Und beim nächsten Mal dann können wir uns hier mal richtig umsehen. Ich glaube, viel gibt's nicht zu sehen. Aber wir können uns zumindest mal ein bisschen umschauen und gucken, ob wir irgendwas Interessantes finden, wie zum Beispiel einen Weg zu Benesia. Bis dahin. Ciao.